Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie kann ich einen Narzissten erkennen, der sich natürlich nicht zu erkennen geben will? Und was ist der Unterschied zu verdeckten Narzissten? Ein Narzisst ist einer, der groß sein will, der sich toll darstellen will, der immer großartig sein will. Das ist eben dann der laute Narzisst, der Narzisst mit einem deutlichen Größenselbst, und die kennen wir alle aus Film und Fernsehen. Aber was ist einer, der schon ein Stück kapiert hat, dass das eben vielleicht nicht immer gut ankommt, dass das schon deutlich ist? Dann ist es ein offener Narzisst, der sich aber besser verbergen kann und das versucht, nicht so dieses Verhalten, dieses machohafte Verhalten nicht so zur Schau zu tragen. Dann ist es immer noch ein offener Narzisst, der aber gelernt hat, mit seinem Narzissmus ein bisschen besser umzugehen. Und was ist jetzt ein verdeckter Narzisst? Den sieht man eben nicht so. Der ist eben nicht dieser größen, übertriebene, selbstherrliche Typ. Der ist eben sehr zurückhaltend, sehr bescheiden, sehr unauffällig. Aber in der Endausprägung will er genauso alles bestimmen und will genauso mächtig sein und ist genauso kritikunfähig wie eben ein offener Narzisst. Und jetzt bringe ich Ihnen im Folgenden eben 5 Anzeichen, wie Sie erkennen können, dass es ein verdeckter Narzisst ist. Erstes Anzeichen: Kritiküberempfindlichkeit. Der offene Narzisst ist kritikresistent, ja, dem kannst du kritisieren, was du willst, der fährt weiter sein Programm und tut so, als wäre nichts, ja, obwohl schon jeder sich denkt, peinlich, furchtbar, ja. Der verdeckte Narzisst ist super sensibel auf Kritik, ist sehr schnell verletzlich und wenn er erkennt, da gibt es eine Kritik, wird er sofort versuchen zu korrigieren, aber ganz unauffällig, so dass es nicht bemerkt wird, hofft er. Und wenn man ihn offen kritisiert oder auch liebevoll kritisiert oder auch mit ihm ein Gespräch sucht und ihm dann versucht oder es ihr versucht zu sagen, um was es eigentlich geht und was einem auffällt und so weiter, ja, dann wird die verdeckte Narzisstin, der verdeckte Narzisst, da offen zuhören, aber gleichzeitig wird er jeden Punkt suchen, um zu sagen, boah, das ist voll gemein und das stimmt überhaupt nicht und so. Also er holt die Punkte raus, die nicht stimmen. Das heißt, er ist insgesamt überhaupt nicht offen, auch wenn er so tut, als wäre er offen für Kritik. Er ist insgesamt genauso kritikunfähig wie der laute und aggressive Narzisst, sage ich mal, aber er versucht es zu verbergen eben. Er versucht eben nicht als Narzisst drüber zu kommen, obwohl es im Endergebnis wieder komplett narzisstisch ist. Zweiter Punkt: der verdeckte Narzisst sieht sich gerne als Opfer, sieht sich gerne als einer, der nichts dafür kann, warum das alles so ist. Und dadurch wird er sehr sich im Selbstmitleid suhlen und wird sehr oft vermitteln, dass die ganze Welt gemein ist und er wirklich nichts dafür kann. Wenn man aber genauer hinschaut, dreht er die Opfertäter Sichtweise dann ganz oft um und ist sehr wohl immer wieder auch einer, der versucht, was zu manipulieren, der versucht eben für sich die Dinge zu gestalten, aber immer so wie im Hinterhalt. Ja? Sobald er denkt, sobald der verdeckte Narzisst denkt, man könnte ihn entdecken, ist er so, na, also ich war das jetzt gar nicht und ich wollte das jetzt gar nicht. Aber man weiß genau, er wollte oder sie wollte es sehr wohl. Und es gibt auch sehr viele weibliche verdeckte Narzisstinnen, die sehr, sehr nach außen ein anderes Spiel spielen, als sie nach innen wollen. Und das merkt man dann eben als unauthentisch oder als inkongruent, als nicht passend zu dem, wie sich die Person gibt nach außen, wie sie auftreten will, wie sie scheinen will und wie sie tatsächlich dann agiert. Und das zerfällt irgendwie ständig und dann denkt man sich ständig, da passt was nicht zusammen. Was jetzt? Der will so ein guter Mensch sein und in Wirklichkeit ist er so irrsinnig egoistisch und ist im Verhalten, im tatsächlichen Tun überhaupt kein guter Mensch. Ja? Aber er redet immer von, wir müssen uns einsetzen für die, Menschen, die bedürftig sind, für die Flüchtlinge oder was auch immer. Ja? Tut aber dann de facto eher das Gegenteil. Und das verwundert dann
Oder eben eine verdeckte Narzisstin engagiert sich total für Kinder und dann merkt man aber, die Kinder stehen ja bis daher, die hat überhaupt keine Lust mehr auf Kinder, ja. Nicht im Entferntesten will sie die für Kinder einsetzen, redet aber ständig davon und tut auch, wenn sie im Publikum ist, also vor anderen ist, sehr, sehr liebevoll mit Kindern, aber es ist nicht authentisch. Und das Spannende ist, die Kinder wenden sich dann auch ab, weil sie merken, das ist nur gespielt jetzt, die will sich gar nicht mit uns beschäftigen. Die kommuniziert mehr mit den Erwachsenen, um denen was zu zeigen, als wie mit uns. Und das Interessante ist, die Kinder gehen dann auch nicht dieser Person so zu, ja. Jemand andere, der einfach da ist für die Kinder, ohne eine Absicht, ja, weil er einfach jetzt Zeit verbringen will mit Kindern, da werden die Kinder herkommen. Also das sind solche kleinen Unterscheidungen, auf die man achten kann. Dritter Punkt. Ein stark manipulatives Verhalten hinter der charmanten Fassade. Das wird der laute und der offene Narzisst auch versuchen. Er wird auch versuchen, charmant zu sein. Wenn er sich dann sicher ist, ist er nicht mehr charmant. Ja. Der verdeckte Narzisst weiß ja, dass sein Verhalten, sein narzisstisches Verhalten nie in Ordnung ist. Deshalb wird er versuchen, immer diese nette und charmante und nach außen hin empathische Art, pseudo-empathische Art zu vermitteln. Aber nach innen hat er überhaupt kein Interesse, ist er überhaupt nicht empathisch, ist überhaupt nicht charmant, geht ihm das alles total am Nerv und er will eigentlich nur mit Hilfe der charmanten und sympathischen und empathischen Maske will er etwas erreichen. Das ist eben auch eine sehr gute Beschreibung von verdeckter Narzissmus. Mit Masken, die er sich aufsetzt, die sympathisch wirken, will er ganz was anderes erreichen. Also klassisches Beispiel, er ist total freundlich zu seiner Partnerin oder sie ist total freundlich zu ihrem Partner, um im Endeffekt dann das zu erreichen, was der verdeckte Narzisst will. Und dann denkt sich der Partner immer oder die Partnerin immer, was soll das, ja? Jetzt habe ich schon wieder mich über den Tisch ziehen lassen und meines ist überhaupt nicht gehört worden. Und wenn man das dann ins Gespräch bringt und sagt, ja, jetzt machen wir schon wieder das, was du willst, ja, können wir nicht auch einmal jetzt ein bisschen was machen? Nein, wir haben das hier besprochen, ne? Also da ist dann Schluss mit lustig. Und also sobald der verdeckte Narzisst wieder das hat, was er will, durch verdeckte Manipulation, durch Freundlichkeit und durch Einschleimen oder durch Reinkriechen, wie auch immer man das dann eben nennen will, ist er knallhart, dann fällt das Beil, dann fällt die Tür ins Schloss und dann ist dicht. Da kann man dann nachher nicht mehr agieren. Wenn man jetzt den verdeckten Narzissten vorher schon aufdeckt und sagt, ah, du bist nur so nett, weil du willst schon wieder das, ich habe deine Dinge durchschaut, ja, die du da jetzt versuchst durchzubringen, wie reagiert er dann wieder? Sehr beleidigt, sehr enttäuscht. Na, ich fühle mich da völlig unverstanden. Wir können eh das machen, was du willst, ja. Und dann kommt ihm diese narzisstische Kränkung durch. Wenn man dann sagt, aha, siehst du, bist schon wieder gekränkt wegen nichts. Wir haben ja noch gar nichts besprochen. Wir wollen ja ganz normal besprechen. Warum reagierst du denn schon wieder so gekränkt? Ich reagiere überhaupt nicht gekränkt. Wir können alles das machen, was du willst. Und dann macht er das, weil er eben verloren hat, weil er eben keine Chance hat, das jetzt da durchzuziehen. Aber dann ist der ganze Tag versaut. Der ganze Tag ist schlechte Stimmung, der ganze Tag ist nur negativ. Und wenn man dann der Narzisstin oder dem Narzissten sagt, wieso ist denn den ganzen Tag schlechte Stimmung, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja? Na, ich habe überhaupt keine schlechte Stimmung, ich glaube, du machst eine schlechte Stimmung. Also dann versucht er eben, dann die Schuld umzukehren, dann versucht er eben, Täter-Opfer-Umkehr zu machen, dann versucht er, das alles wegzu... Der offene Narzisst sagt, ich will das und da fahrt die Eisenbahn drüber und Wiedersehen. Ja? Und so, das ist der feine, aber total wichtige Unterschied. Viertes Anzeichen, er wird super eifersüchtig sein, wird super genau alles beobachten, wird überhaupt nicht relaxed sein. Ja? Da gibt es keine Entspannung, sondern es geht ihm immer nur, oder es geht ihr immer nur um sich. Und wenn da jemand anderer auch sein eigenes macht, ist es ganz häufig bereits eine Bedrohung gegen mich selbst. Und das werde ich versuchen zu verhindern. Und dann werde ich eben eifersüchtig, auch sehr authentisch dann mich benehmen, wo der andere sagt, bitte, was ist jetzt schon wieder los? Es ist ja überhaupt kein Grund für eine Eifersucht.
doch, und wenn du da jetzt nicht so machst, wie ich will, dann sind wir wieder beim Punkt 3, bei der Manipulation, und der verdeckte Narzisst kriegt schon wieder das, was er will. Ist dann wieder nett, sobald er das bekommt, ist er wieder nett. Vorher ist er überhaupt nicht in seiner normalen Form, nicht angenehm, macht schlechte Stimmung und damit sind die anderen schon wieder gestresst, weil schon wieder dauernd schlechte Stimmung verbreitet wird wegen einer Kleinigkeit. Da reicht schon, wenn nicht die Suppe die richtige Temperatur hat, wenn die nicht um Punkt 12 am Tisch ist, hängt davon ab, ob der verdeckte Narzisst eher zwanghaft ist oder eher triebhaft. Das sind auch wieder zwei Unterschiede, wo wir mal ein eigenes Video dazu machen. Fünfter Punkt, da sind sich verdeckter und offener Narzisst gleich, sie wollen ständig bewundert werden. Aber der offene Narzisst will ständig Vollgas bewundert werden, nur beklatscht werden. Deshalb sind auch viele Politiker die ganz offenen Narzissten mit einem riesigen nach außen getragenen Selbstwert, der in Wirklichkeit nach innen schwach ist, aber der wird nicht, es wird natürlich nicht so vermittelt, ist klar, sondern nach außen ist es sehr stark. Der verdeckte Narzisst trägt nicht so diesen Selbstwert nach außen und ist wirkt auch immer wieder zurückhaltend, immer wieder unsicher, immer wieder eher vorsichtig, immer wieder zögerlich, immer wieder ängstlich. Und das verwendet er dann als Trick oder als Masche oder als Methode, um sich das zu holen, was er will. Und wenn er das kriegt, dann ist gut. Wenn er das nicht kriegt, reagiert er entweder mit noch mehr Energie oder mit narzisstischer Kränkung. Der verdeckte Narzisst will auch bewundert werden, will auch bestätigt werden, will auch sein geschwächtes Ich ständig angefüttert bekommen. Und diese ständige Anfütterung, wenn die geschieht, ist es so, wie wenn er das Gefühl hat, ja, ich stehe, ich kann gerade stehen. Wenn das nicht geschieht, ist es, wie wenn er in sich zusammenfällt und dann braucht er unbedingt wieder Stabilität. Und die Stabilität holt er sich durch Lobheischen, durch gerade der Verdeckte. War das in Ordnung, wie ich es gemacht habe? Brauchst du noch was? Kann ich noch was tun für dich? Habe ich es eh gut gemacht und so, ja? Also das geht jetzt offen, das ist dann schon ziemlich offen, wenn er so fragt, ja? Aber es geht dann natürlich viel verdeckter, ja? Na, sagst dazu gar nichts, was ich jetzt gemacht habe für dich? Also solche Dinge, ja? Oder es geht noch verdeckter, fällt da nichts auf oder so ähnlich. Ja? Also da gibt es dann x Nuancen. Sie wissen das dann selber in Ihrem Alltag, wenn Sie mit einem verdeckten Narzissten zusammenleben, wie es tatsächlich abbrennt. Faktum ist, wenn Sie mit einem verdeckten Narzissten, mit einer verdeckten Narzisstin zusammenleben, das ist mühsam, weil Sie müssen dauernd irgendwie jonglieren, weil der verdeckte Narzisst ständig Sie versucht zu manipulieren und selber Sie ständig versucht in eine Richtung zu bringen, die dieser verdeckte Narzisst will. Und das ist emotional super belastend, das ist auch emotional dann missbräuchlich. Und dieses emotional Missbräuchliche wird irgendwann mal so anstrengend für einen nicht empfindenden Narzissten, dass man entweder co-abhängig wird oder man wird so auch gehirngewaschen, dass man gar nicht mehr normal fühlen kann. Jedenfalls ist dieser emotionale Missbrauch für einen selbst massiv schädigend und massiv in seinem Lebensvollzug hindernd. Und damit das nicht geschieht, habe ich für Sie einen Rettungsplan erstellt, wie Sie aus diesen emotional missbräuchlichen, belastenden Situationen leichter herausfinden, wie Sie es mal erkennen, wie Sie überhaupt einmal ahnen, was kann ich da dagegen tun. Da gibt es einen 5-Schritte-Plan, den finden Sie auf triggerfrei.at und der ist kostenlos für Sie und ich freue mich, wenn Sie den runterladen und wenn Sie damit arbeiten und Sie werden merken, ich krieg mehr innere Klarheit, ich krieg mehr inneren Selbststand, ich kann mich besser abgrenzen, gerade auch von diesen verdeckten Machenschaften, wo ich mir dauernd denke, was ist jetzt schon wieder. Es wird offener, es wird klarer, es wird für Sie stabiler und lebenswerter. Triggerfrei.at wünsche ich Ihnen kostenlos als Angebot für Sie. Alles Gute.